Willkommen bei Mazobricks. Heute geht es wieder um Lego Eisenbahnautomatisierung und speziell um das Thema Sensoren. Also feststellen, dass ein Zug eine bestimmte Position auf unserer Anlage erreicht hat. Das ist in den letzten Jahren von vielen Herstellern ja gelöst worden mit solchen Infrarotsensoren, die man neben dem Gleis aufbaut. Funktioniert ziemlich bescheiden. Hochgradig, fehlerbehaftet, hängt vom umgebenden Licht ab und vom Lichteinfluss. Wenn die Sonne drauf scheint, funktioniert es gar nicht mehr. Und auch schwierige, komplexe Fahrzeuge, gerade wenn sie große schwarze Flächen haben, wie Dampfloks zum Beispiel, werden nur sehr schwer erkannt. Fehlerrate ist im zweistelligen Prozentbereich. Jemand, der Lego-Eisenbahnautomatisierung ernst meint und große Anlagen damit machen will, wo viele Züge gleichzeitig fahren, auf geteilten Gleisen, wird damit nicht glücklich. Also braucht ihr gar nicht erst probieren. Habe ich alles schon hinter mir. Das, was wir brauchen, ist ein Sensor, der gut zu integrieren ist, günstig ist und dem man hundertprozentig vertrauen kann. So, und da haben wir was gefunden. Das zeige ich euch hier, das Ding ist ganz klein. Dann zeige ich vielleicht mir eben hier mit der Action Cam. Also das ist hier ein sogenannter Reed-Schalter. Das ist ein mikroskopisch kleiner Magnetschalter, der in diesem Gehäuse eingebaut ist. Der funktioniert ganz einfach. Das ist, hier ist der Schalter, da sind zwei Drähte. Und wenn ich jetzt mit einem Magneten hier rüber gehe, so, dann schließt sich der Schalter von dem Reed-Sensor oder von dem Reed-Schalter, und wenn der Magnet wieder weg ist mit seinem Magnetfeld, ist der Kontakt wieder geöffnet. So, die Richtung vom Magnet ist relevant, also wenn man den hier so hochstellt oder so quer zum Reed-Schalter verwendet, dann löst der nicht sicher aus, sondern der muss genauso parallel hier rüberlaufen, dann funktioniert das auch. Der Magnet, den wir hier haben, das ist ein sehr starker Magnet, die stärksten Magnete, die es gibt, ein Neodym-Magnet. Der hat eine Dimension von 15 mm Länge und 5 mm Durchmesser. Und das ist natürlich auch kein Zufall, habt ihr euch wahrscheinlich auch schon gedacht. Erkläre ich auch gleich. Aber fangen wir erstmal mit dem Reed-Schalter an. Also, wir haben ja jetzt hier nicht Lego-Teile, und das, die erste Aufgabe ist, das irgendwie ins Lego-System zu integrieren. So, was haben wir hier? Das sind wunderbare Plate Modifieds 1x1 with Light Attachment Thick Ring. Die Teilenummer ist 4081B. Falls das relevant für euch ist, also kann man die am einfachsten bestellen, zum Beispiel bei Bricklink oder so. Ne? Ich habe da mehrere Typen von ganz vielen von den Dingern, weil ich ja immer probiere, groß zu bauen. So, was machen wir denn jetzt mit den Dingern? Ich tue mal die Action Cam hier hin, damit man es ein bisschen sehen kann. Also wir nehmen hier unseren Reed-Sensor und den stecken wir einfach in diesen Light Attachment rein. Einmal, und von der anderen Seite machen wir das nochmal. So, wenn wir damit fertig sind, haben wir einen Sensor, der wunderbar plötzlich in das Lego-System integriert ist und den wir einfach nehmen können und auf unser Gleis bauen. Also im Grunde wären wir schon fertig jetzt. Ne? Die meisten Fahrzeuge kommen da sogar rüber. Und wir haben jetzt einen Reed-Schalter, der auslöst, wenn ein Magnet darüber fährt. So, ein Magnet rüberfährt, kommt gleich noch. Ne? Vielleicht erstmal, wir geben uns damit natürlich nicht zufrieden, einfach so einen Reed-Schalter da auf unser Gleis zu bauen. Man kann das alles natürlich viel schöner bauen. Wie man hier zum Beispiel sieht an diesem wunderbaren Sensorgleis. Also hier ist genau wieder unser Reed-Schalter mit den beiden Plate Modifieds hier. Und der ist jetzt oben mit einer Fliese, einer 2x2 Fliese hier befestigt. Da ist auch noch so ein kleiner Anlauf mit einem Slope Curve 2x2, zwei Drittel hoch. Falls also irgendwas vom Fahrzeug hier runterhängt, dann wird das gleich so angehoben, ohne hier hängen zu bleiben. Und hier mache ich dir mal gelten. Ein reiner persönlicher Geschmack.
So, und der nächste Vorteil ist hier, dass wir hier eine Kabelführung haben und vor allen Dingen auch eine Kabelfixierung, dass wenn man mal ein bisschen am Kabel zieht aus Versehen, nicht hier gleich irgendwelche Probleme auftaucht. Wie macht man das? Von unten sieht das hier so aus. Und hier sind einfach zwei Plate Round 1x1 und die halten das Kabel wunderbar fest. Also das funktioniert super genial. Und hier sind noch so zwei Bögen drüber. So hat man ein Sensorgleis, wo hier noch alle auch problematischen Fahrzeuge locker rüberkommen. Auch die Baureihe 52 von Kobi, dieses Riesenmonster 11 White, selbst das kommt hier noch rüber, ist überhaupt kein Problem. Es ist also nicht höher, als wenn ihr eure Tracks mit Fliesen noch belegt. Ne? Also wie man das so bei Mills oder Balance Tracks macht. Davon habe ich mir Unmengen gebaut. Ich glaube, ich habe 50 von diesen Sensoren gebaut. Die nehme ich mir einfach so von der Stange, baue sie in die Anlage ein, das ist super. Und bin dann hier gut aufgestellt. Würde ich euch auch empfehlen. Baut euch, eins habe ich noch vergessen, damit hier der Sensor bzw. der Read-Schalter auch irgendwo hingeht mit seinen Kontakten, muss man hier was ranlöten. Also mit dem Lötkolben müssen wir hier leider doch noch ein bisschen arbeiten. Machen hier das Kabel ran und haben dann hier entsprechend durch die Kabelführung, habe ich hier eben gezeigt, das Kabel, das hier bis zum Stecker geht. Ich persönlich nehme gerne diese JST-Stecker. Die sind irgendwie besser als die ganz normalen DuPont-Stecker, die hier für die Servos ja verwendet werden und wie sie auch bei den Controllern ja zu verwenden sind, die wir hier haben. Aber wenn ich diese Sensoren jetzt hier entlang der Anlage irgendwie hinlege, finde ich die Stecker doch besser, weil sie nicht rausrutschen können. Die haben ja so eine kleine Klemmung, dass der Stecker dann in die entsprechende Buchse reinkommt. Und dann passt das eigentlich ganz gut und fein. So, generell, wie schließt man denn die Sensoren an die Controller an? Gucken wir uns das vielleicht eben mal kurz an. Das ist hier ein MLC Mini, also ein Matsu Layout Controller Mini. Den brauchen wir, wie ihr vielleicht schon wisst, für alles, was landbasiert ist hier auf der Anlage. Also Sensoren, Weichen, Signale, Bahnübergänge, auch Klappbrücken und so weiter, also auch der ganze eher kompliziertere Kram. Wir können die ganzen Pins, die hier sind, natürlich frei belegen, aber in der Standardkonfiguration ist es generell so, dass wenn hier der Strom reinkommt über unser USB-Kabel, auf der Seite, wo die Status-LEDs sind, da werden auch die Signale angemacht. Das heißt, auf der anderen Seite, da kommen die beiden Weichen und die beiden Sensoren in der Standardkonfiguration ran. Weichen brauchen am meisten Strom, sind also hier in der Nähe vom Stromimport. Das heißt, die hinteren beiden, das sind die Sensorports. So, und das sind hier ja diese DuPont-Stecker. Das heißt, für die meisten Leute wird es am praktischsten sein, wenn Sie direkt an Ihre Sensorgleise einfach die Pontstecker Female rankrimpen. Dann können wir die nämlich hier einfach direkt anschließen. Der Funktionspin ist oben beim MLC Mini und wir ziehen beim Sensor den Funktionspin auf Masse, wenn sich der Sensor hier schließt. Das heißt, wir gehen hier mit dem anderen Pin an die untere Leiste ran. Das ist also hier der Sensoranschluss. Wer schlau ist, baut sich den Stecker für die Sensoren, wenn er ohnehin die Minis verwendet, gleich in so ein Dreiergehäuse ein. Dann kann er das nämlich nicht falsch machen. Ne? Dann kann man hier eigentlich keinen Fehler mehr machen beim Einpolen von diesen Stecker. So, das ist also der Anschluss an den Mini. Wenn man etwas größer denkt,
kann ich ja nur empfehlen, und sich einen Mega-Router, das ist der NLC Mega. So findet man ja hier die ganzen Servo-Ports, die ganzen Signal-LED-Ports hier und hier eine spezielle, dedizierte Leiste nur für Sensoren. So, und da kann ich tatsächlich auch nicht viel falsch machen. Die sind ja sogar noch gesichert mit kleinen Widerständen. Hier würde ich dann einfach, na, wo habe ich einen? Hier würde ich einfach mal so einen Sensor nehmen. Hier habe ich einen mit Mail-Steckern, der ist also für den NLC Mega gedacht. Den stecke ich einfach hier rein in so ein Paar und der Sensor ist angeschlossen. Funktioniert sofort. Ne? Muss ich auch nichts mehr konfigurieren in dem Mega, der hat ja eine Standardkonfiguration, da muss ich eigentlich nicht viel dran ändern. Oder ich baue mir hier so ein Adapterkabel, das hier ist sogar ein Vierer-Adapterkabel für meine ganzen Sensoren, die bei mir hier die JST-Stecker haben, und baue mir hier entsprechend so einen Dupont-Stecker, der die vier Funktionspins hat auf der oberen Leiste und unten quasi eine gemeinsame Masse, und den stecke ich dann, na, kann ich mich gleichzeitig halten, den stecke ich hier so rein und habe da gleich einen Anschluss für vier Sensoren, die ich hier mit dem JST-Stecker anschließe. Also da kann man sich vieles überlegen. Wie ihr das am liebsten machen wollt, ist euch natürlich überlassen. Ich will euch ja auch nicht überfrachten. Legt erstmal mit den Dupont-Steckern los, das ist gut genug für den Anfang auf jeden Fall. So, also, so viel zum Thema Anschluss an den Controller. Wie man die Firmware konfiguriert, erkläre ich in diesem Video nicht. Dazu gibt es noch ein eigenes Video für den Mini und auch für den Mega. So, jetzt haben wir das schon mal. Jetzt kommen wir mal zu der Gegenseite. Das sind nämlich die Magnete. So, wir waren ja ausgegangen von dem Neodym-Magnet hier. Und die Frage ist natürlich, wie wir den jetzt ins Lego-System integriert bekommen. Das machen wir über Lego-Teil 3700, nämlich den Technic Brick 1x2. Habt ihr 100-fach in euren Lego-Kisten, schätze ich mal. Und hier können wir den Neodym-Magnet einfach reinstecken. So, kurz nachgedacht. Das Loch vom Technic Brick 4,8 mm, der Neodym-Magnet 5 mm. Da müsst ihr eine Schraubzwinge für nehmen, damit das geht. Oder den Technic Brick ein bisschen aufhonen mit einem 5 mm Bohrer. Ne? Oder 4,9 mm Bohrer ist auch fein. So, dann kriegt ihr das Ding da rein. Der Lego-Stein leidet darunter. Das heißt, wenn ihr es wirklich schaffen solltet, den Magneten da wieder rauszukriegen, glaube ich nicht, dass ihr noch den Stein für irgendwas anderes verwenden wollt, aber für unsere Zwecke ist das hier wunderbar. Der Magnet soll ja auch drin bleiben. So, ich habe jetzt hier also den Magneten und den müssen wir dann noch irgendwie in so ein Fahrzeug einbauen. Nehmen wir mal hier so ein ganz normales Fahrzeug 6-Wide auf einer Trainplate mit so einem Standard-Radsatz. Das ist eigentlich ganz einfach. In diesem Falle sind die Radsätze ja zwei Noppen auseinander, da baue ich das Ding einfach hier so rein. Achtet bitte darauf, dass die Achse vom Magnet hier in diese Richtung verläuft, ansonsten läuft das nicht richtig. Und das kann man auch noch ein bisschen anders verkleiden. Wenn die Achsen jetzt direkt nebeneinander wären, ist auch kein Problem, dann setzt man das Ding einfach hier so drauf. Funktioniert auch bei vielen anderen Fahrzeugen. So, und bauen das noch entsprechend ein bisschen aus, aber komm, also wir sind nicht zum Lego bauen hier. Und wenn man dann hier mit dem Fahrzeug über den Sensor fährt, dann sieht man, dass der Sensor auslöst. Ne? Das sieht man also hier bei der Kontrollleuchte vom Controller, dass hier der über den Sensor fährt, ne? Leuchtet der. Sensor hat also ausgelöst. Wunderbar. Das ist genau das, was wir erreichen wollen. Der Sensor ist im Gleis, der Magnet im Fahrzeug. Jetzt unterziehen wir das Ganze mal einem kleinen Praxistest. Ich habe dazu ein einfaches Pendelzug-Layout aufgesetzt in Rockrail. Der Plan besteht aus zwei Blöcken. Einmal in Block 1, Block 2. Pendelzug fährt immer hin und her.
Je Block haben wir zwei Sensoren, das ist auch der Standard in Rockrail. Man kann es auch mit einem machen, mit zwei ist aber auf jeden Fall besser. In die Fahrtrichtung gesehen haben wir hier den Enter-Sensor und da ist der In-Sensor. Wenn der Zug über den Enter-Sensor fährt, wird er ein bisschen langsamer und beim In-Sensor soll er stehen bleiben. Probieren wir das mal aus. Ich mache den Automatikmodus mal an und schieße das Fahrzeug ab. So, Start Locomotive. Jetzt sollte hier sich irgendwas tun. Enter-Sensor wird langsamer. In-Sensor bleibt stehen. Fantastisch. So soll es sein. So, dauert ein bisschen und Fahrzeug ist auf dem Rückweg. Ich weiß nicht, ob man das da noch sehen kann, aber haben wir hier auch den Enter-Sensor und den In-Sensor, hat wunderbar funktioniert. Super. Und beachte natürlich auch die wunderbaren weißen Lichter, wir haben sogar einen Dreispritzsignal. Und die roten Rücklichter, die sich fahrtrichtungsabhängig umschalten. Wie das funktioniert, speziell bei diesem Fahrzeug, da mache ich vielleicht nochmal ein eigenes Video zu, das ist ein bisschen kompliziert. Hat mich auch so manche schlaflose Nacht gekostet, aber als es dann funktioniert hat, war ich mir auch sicher, dass es aller Mühen wert war. Ja, und das können wir uns jetzt ein paar Stunden angucken. Im Wesentlichen haben wir es auch schon. Wenn ihr an weiteren Sachen zur Lego-Eisenbahn-Automatisierung interessiert seid, abonniert am besten mal meinen YouTube-Channel. Das kann man da unten irgendwo machen, glaube ich. Und wir haben auch ein Facebook-Profil, Maxobricks, findet ihr schon irgendwie. Und die Website maxobricks.com kennt ihr ja auch. Da ist das ganze Kleingedruckte drauf und die ganzen technischen Beschreibungen, wie das alles so funktioniert. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch bald wieder dazu kommen werdet, noch mehr Videos zu machen. Wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss.